Warum musste Michael Wendlers 49. Tochter Adeline heiraten? Gab es diese Hochzeit überhaupt? Ein Insolvenzverwalter vermutet, dass Michael Wendler und Claudia Norberg 50 illegal Geld zurückgehalten haben. In einem aktuellen Bericht an das Amtsgericht Duisburg beschreibt Claudia Norbergs Insolvenzverwalter Dr. Sebastian Hennecke seine Vermutungen. In seinem Bericht ist die Rede von einer Fake-Hochzeit von Wendlers Tochter Adeline Norberg 19. Was war da los? Am 21. Juni 2021 sagte Michael Wendler einen Prozesstermin um ausstehende GEMA-Tantiemen vor dem Kammergericht Berlin ab. Das begründete er damit, dass seine Tochter Adeline am 22. Juni in den USA heiraten würde. Adeline und ihre Mutter Claudia, die ebenfalls als Zeugen in dem Prozess geladen waren, könnten deshalb auch nicht zu dem Prozess erscheinen. Adeline bestätigte ihre Hochzeitsabsicht sogar mit einer Unterschrift. Der Insolvenzberater zweifelt die Echtheit der Hochzeit stark an. Er vermute, Michael Wendler und Claudia Norberg wollten die Einreise nach Deutschland vermeiden, um den strafrechtlichen Ermittlungen davonzukommen. Im Juni 2020 heiratete Michael Wendler seine Freundin Laura Müller, 21, in Florida. Einen Monat zuvor soll seine erste Ehe von Claudia Norberg geschieden worden sein. Gab es diese Scheidung wirklich? Auch daran zweifelt Claudia Norbergs Insolvenzverwalter Dr. Sebastian Hennecke. In seinem Bericht schreibt er, die Staatsanwaltschaften sind gefordert, die gemeinschaftlichen Taten der Schuldnerin und des angeblich von ihr geschiedenen Nachweis liegt nach wie vor nicht vor Ehemannes aufzuklären, strafrechtlich zu würdigen und gegebenenfalls anzuklagen. Der Insolvenzverwalter hatte Norberg mehrfach aufgefordert, einen Nachweis für die Scheidung einzureichen. Das tat sie aber nie. Zuvor stellte er eine Strafanzeige gegen sie, da sie eine Abfindung ihres Ex-Mannes über 490.000 $ an ihm vorbeigeführt haben soll.